Hallo und willkommen zu Blue Showbox. Es geht weiter mit Sir Guardian Dice. So, wir haben hier das letzte Mal den Moonwood freigeschaltet. Ich glaube, da verlieren wir auch keine Zeit und schauen uns das mal gemeinsam an. Die Frage ist bloß, wen nehme ich mit, ne? Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Das sind böse Wölfe. Sollen wir den Kleriker mal mitnehmen? Genau, meditier mal. Dann nehmen wir uns die Kette noch mit. Das nehmen wir uns mit. Die One Piercing Damage to Random Enemy, when you score Hearts oder Dice. Das ist sehr schön. Das ist ja eine Spezialität von ihm. Und dann rein mit dir. Was ist das denn? Ein Bewohner. Er wird ein Werwolf und heilt sich komplett bei Nacht. Minus-Score, wenn wir den am Tag killen. Wenn dieser hier Schaden macht, bekommt ein anderer eine Half und eine Max Half. Wir haben hier eine Mumie, ne? Increase your maximum health by one, wenn wir den fangen. Ist nicht wirklich geil. So, den Villager, den können wir ja umgehen. Da hätten wir einen Schlüssel. Sollen wir den Schlüssel mitnehmen? Für das Geldsymbol. Perfekt. Reroll a dice to a face that had before. The last reroll and gain one reroll. The capture target enemy with one attack and or one health in a random. If there are no empty dice, a random capture is replaced. Capture target enemy with one attack and one health in a random. Okay, das ist einfach so eine Ermächtigung von Breach. Das ist cool, das holen wir uns. Da haben wir einen Pack Alpha und wieder so ein Mossling. Ein Werwolf hat Cursing Attack 1. Aha. Wir könnten einfach so ein Bridge machen bei ihm. Sollen wir das mal machen? Illegal Target, okay. Den haben wir so einfach gefangen. Cool. Was hat der denn gemacht? Da haben wir einen Werwolf. Becomes a villager and heals fully by day. Wenn wir den fangen, Fang attacks
on Dice are crazy at night. Wir haben keine Fangattacken. Das ist böse, die machen ganz schön viel Schaden. Vor allem vergiften die noch. 100. Wir könnten einfach so einen wegschnappen. Verflucht und zugenäht. Was? Wir haben doch. Gain white gem if you have full health at the end of the wave. Mhm. Okay. Die haben Piercing Damage. Da komme ich nicht wirklich weit. So, was mache ich jetzt? You know what I mean? The Reese Damage. Okay. Richtig nervig, sag ich euch. Die vergift mich komplett und ich bekomme kein Geld. Wir haben hier Werwölfe. Juhu, endlich bekomme ich mal einen Stock, den ich gebrauchen kann. Splash Damage. Einen roten, den kann ich ja gar nicht gebrauchen. Shield Bash. Weg mit dir. Level up, danke dafür. Gut, das war's. Ja, das ist die späteren Dungeons, die haben es echt in sich. Mit denen ist nicht zu spaßen. Da muss ich noch ein bisschen was freischalten, bevor wir hier wirklich in die späteren Dungeons reinkommen. Das war noch okay. Das habe ich noch einigermaßen geschafft. Aber das hier, da geht's richtig ab. So. Jetzt machen wir aber noch schnell einen Dungeon mit einem Ninja hier. Sollen wir das mit dem Ninja machen? Was hat denn der hier? Okay, wenn der Enemy gets stunned. Red Games to Maximum. Da hat er nur 3, ne? Auf, komm, wir nehmen das mit. Wir können nur 2 mitnehmen. Okay. Was nehmen wir denn noch mit? Die Geldbörse. 2 Vipern. Da hätten wir Schilde. Schilde und Geld. Schilde ist eigentlich nie verkehrt. Okay, nehmen wir das Geld mit. Was machen die nochmal? Pitify.
genau, die machen hier das Nervige. Was kriegen wir denn hier? Noch ein Reroll mit Herzen. Oder ein Gem. Smoke Bomb. Da bekommen wir das da. Das ist alles nicht so geil. Mach das mal da unten rein. Smoke Pops 3 Charges oder 10 Charges of Shuriken. Machen wir das da. Juhu, der kommt zurück. So, Viper und Golem. Bin ich eigentlich fast dafür, ne? Aber dann müssten wir das Smoke Bomb werfen. Das ist im Sale. Splash Damage. Und ein Schlüssel. Sollen wir uns das kaufen? Das ist nicht geil, aber ich meine, im Sale ist im Sale und da haben wir Splash Damage und einen Schlüssel noch. Dann können wir hier das definitiv machen. Werfen ein Shuriken auf ihn. Da würden wir zwei Cursing Attacks später bekommen. Machen wir. Einen Shuriken auf dich und noch einen auf dich. Splash Damage. Wunderbar. Blocken wir alles. Das können wir nochmal rerollen. Oh, das ist schon nett. Plus wo packen wir es drauf, ne? Was ich gern hätte, wäre jetzt den Schlüssel. Ich habe hier zwei Schlüssel. Bleibt nichts anderes übrig. So, da haben wir ein bisschen Geld bekommen. Letzte Runde, ne? Yep. Wir werfen ein paar Shuttlegans auf dich. Und dich und dann sammeln wir das ein. Und dann haben wir hier nämlich extremst viele Schwerter. Steigen wir eigentlich auf im Level? Nein. Den Splash Damage, den kann ich eventuell rausmachen. Weißen, die brauche ich auch nicht mehr, deswegen können wir quasi eigentlich das hierher machen. Unten.
sieht's hier unten aus? Hier machen wir das so. Level up, wunderbar. Einmal Splash Damage. Kriegst eine Schüttelken. Weg mit dir. Wir bekommen jetzt 2 Schaden, das ist okay. Der schläft eine Runde. So, kannst du da was draufpacken. Schild als Kette. Ah, lass mal sein. Gut, da haben wir Medusa. Die machen ganz schön viel Schaden. Und ich hab nix. Was irgendwie ihr entgegenwirkt. Da haben wir einen Roden. Das sind 2 Feuerschwerter. Ich würde gerne, wenn ich ehrlich bin, das da holen. Hier rein. Ich glaube, wir müssen eine Smogbombe benutzen. Hier mache ich keinen Schaden. Ich muss das rerollen. Piercing Damage. Hier für dich. Ja, wunderbar. Wunderbar. 2 hauen wir ihn raus. Level up für uns. Weg mit dir. Ich weiß, es bekommt ein bisschen was auf die Mütze. Das ist nur halb so schlimm. Aber ich habe 3. Ah ne, ich habe nur 2 Schlüssel. Ne? Reroll. So, du bist gecursed. Da hätten wir 2 Piercing Damage. Wir haben noch 5 Runden, ne? Wir haben Time Lock. Total unnötig. 1 Splash Damage. Hier für dich. Das machen wir, das machen wir. Jetzt haben wir 6. Komm, das kaufen wir uns. Einen Schüttelchen und noch einen. Das lassen wir so, wie es ist. So, die gehen hier direkt auf meine Maximalleben, ne? Genau. Lock Target. Die until the end of the turn. Ich würde sagen, lock den mal.
Okay, ich glaube, das machen wir so. Dann werfen wir hier eine Rauchbombe einmal. Astreine Sache. Den können wir locken. Nicht wirklich cool. Dann mal Piercing Damage. Kommt, den setzen wir hier rein. Der macht uns jetzt einen Schaden. Okay. Dann haben wir hier die Welle. Das ist einmal Splash-Schaden. Den brauchen wir nicht. Kommt so das Schild. Kommt nochmal das Schild. Zu viele Schilde. Splash Damage. 9 Piercing. Hauen wir die mal weg. Yep. Splash Damage. Die macht keinen Schaden, okay. Piercing, Piercing, Piercing. Das ist nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wir brauchen hier Piercing Damage, bitte. Das gibt's ja nicht. Kannst du mir bitte ein Piercing Damage geben? Ja, das ist auch okay. So, dann nehmen wir das. Die hier kaputt. Hier haben wir 7. 7 jetzt drin. 7, 7, 7. 7, 7, 7, 7. Splash Damage Double. Können wir mal hinten reinmachen. Astreine Sache. Wunderbar. Das hätten wir im Seel. Brauche ich das denn? Lass es mal. So, letzte Welle. Der hat Piercing-Schaden. Time Lock. Lock den mal. Wieder ein Piercing-Schaden. Das ist unnötig. Wir haben so viele geile. Okay, damit kann ich leben einigermaßen. Das sind zwei Stunts. Wir machen den weg. Machen ihn hier weg. Und
Machen ihn, glaube ich, weg. Das ist okay, wenn er das macht hier. Piercing Damage, der kommt hier durch. Das ist alles okay. Wir haben noch eine Rauchbombe. Müssen wir machen. Wir haben ein Piercing Damage an dir. Und da werde ich jetzt sowieso nicht mehr einfangen können. Machen wir das jetzt zum Schluss. Werfen noch eine Rauchbombe. Da hätten wir ein paar Leben. Die können wir jetzt erstmal stunnen. Ast rein. Das sind 2 Schaden. 4 Schaden. Das können wir so machen. Bam, bam. 1 Shuriken. 2 Shuriken. Und das war's. Vielen Dank. So macht die Episode doch Spaß. Wunderbar. Wunderbar. Oh, die Episode haben wir schon mal mit dem Ninja gemacht, oder was? Das war echt schwach. Oh Mann, wir haben die Episode schon mal mit dem Ninja gemacht. Ich voll Hank. Naja. Egal. Das war eine witzige Folge, fand ich. Wir sehen uns im nächsten. Bis dahin, mach's gut, ciao, habt eine gute Zeit.